Guten Tag und willkommen in Spielberg auf einer Strecke, auf der in irgendeiner Form jeder große Preis von Österreich stattfand, bis auf den allerersten im Jahr 1964. Bei diesem Rennen verlor John Watson eine Wette und seinen Bart, als er im Jahr 1976 den einzigen Formel-1-Sieg für Penske holte. Wenn überhaupt, steht heute sogar noch mehr auf dem Spiel, denn für den Sieg gibt es 25 Punkte, was einen entscheidenden Vorteil im Kampf um die Meisterschaft bedeuten kann. Es ist eine der kürzesten Runden des Kalenders mit 7 Rechts- und nur 3 Linkskurven, aus denen die 10 Kurven dieser schnellen Strecke bestehen. Kurve 2 ist dabei kaum Kurve zu nennen. Hier wird Vollgas gefahren, es ist mehr ein Knick nach links in die Bergaufbremszone für Kurve 3. Die Kurven 1, 3 und 4 bieten ausreichend Möglichkeiten zum Überholen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Richter startet aus der Pole Position und Max Verstappen steht daneben. Im Rest der Startaufstellung haben wir Gasly, Magnussen, Valtteri Bottas und Giovinazzi, Sainz Jr., Hamilton, Norris und Sebastian Vettel, Hülkenberg, Perez, George Russell und Raikkonen, Ricciardo, Weber, Lance Stroll und Charles Leclerc. Butler und Alexander Albon steht auf dem letzten Platz der Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. We're predicting a podium finish for you today. See what you can do. Ja, gut, auf geht's. So, wir müssen gucken, dass wir Honda verteidigt bekommen und unser Teamkollege im Idealfall einige Plätze aufgeholt bekommen. Naja, schauen wir mal. Gut, kein Regen. So, mal zwischendurch ein bisschen auf die Bremse gehen, damit sie halt irgendwie so halbwegs warm werden. Naja, schauen wir mal. So. Auf geht's, Rennen Nummer 9. Und los geht's. Der Grand Prix ist gestartet in Österreich. Ja, na klar, das habe ich eigentlich fast erwartet. Wir sind unsere Führung leider los. Aber das kann sich ja, wird sich ja wieder erinnern. Weil der Angriff erfolgt jetzt schon Richtung Kurve 4. Ja, muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren gerade. Ich will dieses Auto da vor mir noch abfangen. Gut, 18 Runden haben wir ja Zeit.
Ja, ist gut gestartet auf dem Platz. Hat den Vorteil der Reifen ausgenutzt. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier ein bisschen rankommen oder wieder vorbeikommen. Leichter Angriff Richtung Kurve 3. Ja, der will. Der wehrt sich. Und jetzt sagen wir, und wir gehen vorbei. Komm, ich lasse ihn vorbei, weil es ist assi so zu überholen. Und jetzt kommt noch Gasly dabei, der will auch noch mitspielen. Tut mir leid, aber den lasse ich dir nicht in den Platz. Ich hätte fast doch mir weggeblockt. Du musst jetzt ein bisschen. Ja, der Red Bull freut sich, dass der da vorne liegt. Es wird nur noch besser gehen. Sainz ist jetzt mit der Bestzeit. Und jetzt haben wir den Vorteil mit dem DRS, den Angriff zu setzen gegen Verstappen, und jetzt bin ich deutlich besser aus der Kurve rausgekommen. Und jetzt mal passt es vorbei. Wir gehen in Führung. Und holen uns den die Führung. Und jetzt den ersten Platz. So, wird das jetzt knapp? Reichen da vorne, wegzukommen? Bei Bestzeit? Und jetzt heißt es, oder zumindest versuchen, uns abzusetzen. So. Jetzt können wir das jetzt ein bisschen. So. Oh, schauen wir uns das Auto raus. Die Frage ist wer. Und der Teamkollege ist es nicht, der hängt dann nämlich schon am Haas dran. Was soll das ist? Also in Williams. Wir können uns schön absetzen, sagen da hinten Gasly und Verstappen ein bisschen umeinander kämpfen. Ach, der steht da vorne, okay. Der steht in der Kurve 2. Abstand momentan 2,7 Sekunden. So, ich weiß nicht, ob das Auto schon wieder weggeräumt haben. Ja. Na, wir haben noch ein bisschen Strecke vor uns. Ich denke, so Runde 10, 12 rum können wir an die Box.
Weil jetzt ist es früh. Definitiv. Aufpassen, dass ich nicht immer zu weit rauskomme. Nicht, dass immer der Vögel fliegt. Der Abstand wird immer größer, 4 Sekunden jetzt. So, bester Mittelsektor. Haben wir immer was verloren? Er will, dass wir. In der nächsten Runde in der Box kommen. Oder innerhalb der nächsten Runde. Zehn Runden haben wir noch. Don't forget, box this lap. Sprich, jetzt kommen wir gleich Richtung Halbzeit. Ja, jetzt. So. Noch zu früh alles zu wechseln. Vorsprung 8 Sekunden.
7 Runden noch. Okay, dann gehen jetzt die Wechsel, dann können wir gleich auch rein. Rein in die Box. Release. Klar, dass jetzt einige vorbeikommen. Und jetzt geht's Richtung Finale. Meine 3 Positionen haben wir verloren. Aber das können wir wieder aufholen. Ob die zwei jetzt da vorne in die Box gehen oder weiterfahren und noch ein bisschen Zeit geben. Ne, geht in die Box. Okay. Das heißt, wir sind wieder vorne. Oh, jetzt doch der Flügel leicht erwischt. Scheiße. So, kann man schön ein bisschen Benzin verbraten. Fünf Runden noch. Nächste Woche sollte Belgien und Italien kommen. Und trotzdem noch Bestzeit. So, 4 Runden noch. So, das ist wahrscheinlich eine neue Bestzeit, oder? Ja. Great work. That's a new fastest lap for the race.
3 Runden noch. So. Knapp. Kollege. Say again, you're breaking up. Wo ist mein Teamkollege? Didn't catch that. Say again. Okay, will mich antworten? Sekunden. Und jetzt geht's in die vorletzte Runde. So, viel ist nicht mehr zu fahren. Jetzt geht's in die letzte Runde gleich. This is your final lap of the race. Jetzt Beispiel. We've only got two laps of fuel left. Ja, das kriege ich noch hin. So, wird das nochmal eine schnellste Runde? Ja. Fantastic. Yes. You won the Grand Prix. Perfektes Rennwochenende. Renault hat hier und heute eine grandiose Leistung hingelegt und sich ganz oben aufs Treppchen manövriert. Stefan Römer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen können? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme.
Die Sieger begeben sich nun auf das Podest und das Team von Renault hat erneut gezeigt, was man für ein erfolgreiches... Jetzt sind wir wieder Dritter geworden. Ein wohlverdienter Sieg für das Team. Starkes Rennen, muss ich dann sagen. Von 10 auf 3. Sehen wir uns nun die Fahrer an. Tatsächlich. Richter vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Ich muss sagen, dass Sebastian Vettel mich heute mit seiner beeindruckenden Fahrweise echt gefesselt hat. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Die Führung von Renault an der Tabellenspitze wird immer größer. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So. Du, dann haben wir's. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Ihr ehemaliger Teamkamerad hat heute einige tolle Überholmanöver gezeigt. Hat er welche von Ihnen gelernt? Denken Sie, Sie hatten Glück, Ihr Rennen nicht mit diesem Zusammenstoß beendet zu haben? So. Klasse, das war dann alles. So. Hey, Glückwunsch zum Treppchen. Das hast du dir verdient. Auf den letzten Runden haben wir in der Boxengasse ganz schön geschwitzt. Du hast uns die Platzierung nach Hause gefahren. Was hältst du hiervon? Bauen wir nochmal das Auto ein bisschen aus. So. Gut. Nächste Woche müsste Belgien sein. Nee, Großbritannien. Okay. Gut, dann eben dort.